Gutes Wetter, kleine Stärkungen und viel Bewegung. Am Samstag fand das letzte Mal Sport im Park als kostenloses Angebot im Rahmen des TSV Berlin-Wittenau statt. So wurden nochmal die verschiedenen Bewegungsangebote vorgestellt. Heute ist sozusagen noch mal so ein Fest, wo Sie alle so ein bisschen die Highlights kennenlernen könnten, die wir so hatten, wo Sie immer reinschnuppern, weil Sie vielleicht es zeitlich nicht geschafft haben, in den 4 Monaten einmal vorbeizugehen. Und ist hier quasi ein kleines Best-of. Seit Mai gab es dieses Angebot kostenfrei finanziert von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Und es geht jetzt auch weiter, aber das Angebot gilt jetzt nur noch für Vereinsmitglieder, dafür aber durch das ganze Jahr, durch den ganzen Winter hindurch. Gekommen, weil wir gerne raus wollten, raus an die frische Luft, raus zu den Menschen, wo die sind, wo wir sichtbar wären, dass der Sport nicht immer in miefigen, kleinen, dunklen Sporthallen ist, sondern draußen an der frischen Luft unter freiem Himmel Sport machen. Jeder kann mitmachen, ob Energy Dance, Karamba Move, Qigong, Tai Chi oder auch Tretroller fahren. Es ist für jeden etwas dabei. Das Ganze findet 3-mal in der Woche mehrere Stunden draußen statt. Ich finde Sport draußen hervorragend und man lernt viele neue Leute kennen, unter anderem. Ja, genau. Und Sport draußen hat nochmal eine ganz andere Qualität als in der Turnhalle. Ich habe vor der Woche mein Sportabzeichen Gold gemacht. Und hätte ich diesen Sport im Park nicht gehabt, hätte ich das nie im Leben geschafft. Für mich war das die Erleuchtung. Ich habe jahrelang nach einer sportlichen Betätigung gesucht, die auch Spaß macht. Das habe ich gar nicht für möglich gehalten. Und als ich es im vergangenen Jahr von Sport im Park gehört habe und das ausprobiert habe, war es für mich bam. Die TSV Berlin-Wittenau bietet diese Option für jede Altersklasse an und freut sich immer über neue Mitglieder, die Freude an der Bewegung haben. Auch im nächsten Jahr bei Sport im Park wird der Verein wieder für viel Bewegung, kleine Stärkungen und hoffentlich gutes Wetter sorgen.